Am nächsten Morgen starten wir mit der uns schon bekannten Regionalbahn nach Eisenach. Hier wird der Dampfsonderzug Rodelblitz des Vereins Werrabahn Eisenach zu seiner Fahrt durch den Thüringer Wald nach Arnstadt bereitgestellt. Die Güterzuglokomotive der Baureihe 41 wurde 1939 bei der Firma Schichau in Ostpreußen erbaut und war bis 1987 im Regeleinsatz. Die vierfach gekuppelte Zweizylinder-Heißdampflok hat eine Leistung von 1900 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern. Nachdem alle Fahrgäste an Bord sind, kann die nostalgische Fahrt beginnen. Meine Mama steht dann ab gleich hier vorne. Die Route folgt zunächst der Werrabahn über Bad Salzungen und führt über Schmalkalden entlang des Thüringer Waldes nach Zella-Mehlis. Über Oberhof und den Brandleitetunnel erreicht der Rodelblitz seinen Endpunkt Arnstadt. Nach einem kurzen Blick auf die Wartburg werden die westlichen Ausläufer des Thüringer Waldes durchquert, bevor die Strecke dem Werratal folgt. In Wernshausen verlässt unser Zug das Werratal in östlicher Richtung. Die Fachwerk- und Hochschulstadt Schmalkalden ist insbesondere durch den 1531 geschlossenen Schmalkaldischen Bund bekannt, in dem sich die protestantischen Reichsstände nach der Reformation gegen den katholischen Kaiser zusammengeschlossen hatten. Über Steinbach-Hallenberg, wo eine Zugkreuzung mit der Südthüringenbahn erfolgt, überwindet die Strecke von Schmalkalden bis Zella-Mehlis einen Höhenunterschied von 250 Metern. Ab hier befahren wir die uns schon bekannte Strecke Schweinfurt-Erfurt.
Nächster Halt hinter Zella Mehlis ist der Bahnhof des bekannten Wintersportzentrums und Luftkurorts Oberhof. Er liegt etwa 5 Kilometer entfernt vom 160 Meter höher gelegenen Ortszentrum. Nach Durchfahrt des 3 Kilometer langen Scheiteltunnels auf 620 Meter Höhe geht es auf der Nordrampe mit einem Gefälle bis zu 23 Promille wieder bergab. Über Gelberg und Plaue erreicht der Rodelblitz nach einer Fahrtstrecke von 106 Kilometern ab Eisenach seinen Zielbahnhof Arnstadt. Ein kurzer Fußweg vom Bahnhof entlang der Strecke Richtung Erfurt bringt uns zum Eisenbahnmuseum im ehemaligen Bahnbetriebswerk Arnstadt. Seit 1992 beheimatet das Museum eine stattliche Zahl von Dampflokomotiven der ehemaligen Reichsbahndirektion Erfurt, die sich imposant am 22-ständigen Ringlokschuppen präsentieren. Auch die Zuglok des Rodelblitzes wird hier für die Rückfahrt wieder auf Hochglanz gebracht. Die 1927 von AEG gebaute Elektrolok E95 war ursprünglich für die Traktion schwerer Kohlezüge aus Oberschlesien konzipiert. Die Modellbahnanlage des Museums bietet einen guten Überblick über den Bahnhof und das Betriebswerk von Arnstadt. Wir kehren zurück zum Bahnhof Arnstadt, wo der Rodelblitz für die Rückfahrt bereitgestellt wird und unser Tagesprogramm endet.
Unsere heutigen Ziele sind die Kulturstadt Weimar und die Universitätsstadt Jena, die wie Erfurt im Thüringer Becken liegen. Nach Ankunft unseres Zuges in Weimar besteigen wir Taxis, die uns zum Eisenbahnmuseum im ehemaligen Bahnbetriebswerk bringen. Im Rahmen einer Führung besichtigen wir die Lokomotivsammlung, deren Schwerpunkt Diesel- und Elektroloks bilden. Bei uns ist es immer so, wir haben halt relativ viele Fahrzeuge. Die Dieselloks der Baureihe 219 aus rumänischer Produktion waren auch unter ihrem Spitznamen U-Boot bekannt. Nachdem wir einen Blick in den Führerstand einer 1968 gebauten E-Lok geworfen haben, begeben wir uns ins Freigelände mit der Drehscheibe, wo wir über die dortigen Exponate informiert werden. Neben dem U-Boot tauchen bei Eisenbahnfans bekannte weitere Spitznamen für Lokomotivtypen auf, wie Taiga-Trommel, Ludmilla oder hier die aus tschechischer Produktion stammende Knödelpresse. Nach einem Blick auf einen Doppelstockzug ist im Rahmen einer Stadtbesichtigung Kultur angesagt. Gegenüber der berühmten Herzogin Anna Amalia Bibliothek empfängt uns Stadtführerin Renate Weichert zu einem unterhaltsamen Gang durch die Stadt mit ihrem reichen kulturellen Erbe. Ja, also im Moment haben wir in Weimar ungefähr 66.000 Einwohner und dazu kommen da ungefähr 6.000 Studenten. Die Studenten, die finden eben zum Teil ihre große Liebe hier, dann bleiben sie da. Wenn wir Glück haben, vermehren sie sich auch. Also wir haben hier eine überdurchschnittlich hohe Geburtenrate. Den jungen Mann, den Sie sich vorhin schon hier angeguckt haben, das ist der Herzog Karl August. Und das war der, der Goethe hergeholt hat. Es ist ja immer ein bisschen kompliziert mit den Familienverhältnissen bei Hofe. Da unten, wo er hinreitet, das ist sein Residenzschloss. Also dieser blaue Teil da im Vordergrund und der Turm bis unter die Erker, das ist der älteste Teil, das stammt noch aus dem Mittelalter, das war mein Wasserschloss früher. Ein Jahr bevor der junge Mann hier heiraten wollte und die Regierung antreten, da gab es ein großes Gewitter im April, der Blitz hat eingeschlagen, das war ja Lehm und Stroh, brannte weg wie nix. Und da war glücklicherweise hier dieser auch nicht so verachtende Ausweichbau, vielleicht haben Sie vorhin schon mal einen Blick drauf geworfen, der war gerade fertig geworden. Und da hat man das schnell ein bisschen umgebaut für Wohnzwecke. Und der Herzog ist dann mit seiner jungen Frau hier eingezogen. Die junge Frau, das war Luise von Hessen-Darmstadt. Sie ist in die erste Etage gezogen, er in die zweite. Das war immer so geregelt. Damen zogen in die erste, Herren in die zweite. Also die mussten sich nicht unbedingt begegnen. Vorbei am Haus der durch ihre Beziehung zu Goethe bekannten Charlotte von Stein gelangen wir zum Park an der Ilm mit Goethes Gartenhaus, das ihm in den ersten Weimarer Jahren als Wohn- und Arbeitsstätte diente. Der Frauenplan und der Name, der stammt von einer Kapelle, die hier im Mittelalter gestanden hat, für die Jungfrau Maria, also unserer lieben Frauen. Und das schöne, große, hellgelbe Gebäude, das ist das Goethe-Wohnhaus. Also da hat er dann fast 50 Jahre gewohnt.
Vom Frauenplan folgen wir der als Allee angelegten Schillerstraße zu dem um 1300 erstmals angelegten Marktplatz. Das 1549 erbaute Doppelhaus zählt zu den schönsten Renaissancebauten Thüringens. Links das Haus von Lukas Cranach dem Älteren und rechts das Pestelhaus, das Sitz der ältesten Buchhandlung der Stadt war. Auffälligstes Gebäude ist das neugotische Rathaus von 1841, von dessen Turm ein Glockenspiel erklingt. Unweit des Marktplatzes steht die um 1500 erbaute Stadtkirche mit dem Herderdenkmal. Wir sind am geschichtsträchtigsten Platz Weimars angelangt, dem Deutschen Nationaltheater mit dem Goethe- und Schiller-Denkmal von 1857. Unsere höchst interessante und amüsante Stadtführung endet am Goetheplatz, der einst an der Außenseite der ehemaligen Stadtmauer lag, von der noch der wuchtige Kasseturm zeugt. Zurück am Bahnhof steigen wir dort in eine Regionalbahn nach Jena ein. Thüringens zweitgrößte Stadt mit etwa 110.000 Einwohnern, davon knapp 20.000 Studenten, liegt an der Saale. Am 1915 errichteten elfstöckigen ehemaligen Fabrikgebäude, das Deutschlands ältestes Hochhaus ist, beginnt eine Stadtrundfahrt mit einem 1959 erbauten Straßenbahnwagen. Zurück im Zentrum, das durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört wurde, beschließen wir den heutigen Tag mit einem Bummel durch das Einkaufszentrum Goethe-Galerie, bevor es mit dem Zug zurück nach Erfurt geht. Letztes Ziel unserer Streifzüge durch Thüringen ist Gotha. Hier werden wir von einem historischen Triebwagen erwartet, der uns auf einer Überlandstraßenbahnstrecke der Thüringer Waldbahn ins 22 Kilometer entfernte Tabarz am Fuß des Thüringer Waldes bringen wird. Hier einsteigen. Also kommt. Vom Bahnhof fahren wir zunächst durch die ehemalige Residenzstadt der Herzogtümer Sachsen-Gotha-Altenburg bzw. Sachsen-Coburg, in der 1820 mit der Gothaer Versicherung das deutsche Versicherungswesen und 1875 die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die spätere SPD, gegründet wurde. Unser Triebwagen hat inzwischen das Stadtgebiet verlassen, unterquert die Autobahn A4
und fährt in südwestlicher Richtung zunächst bis Waltershausen. Nach Durchfahrt der planmäßigen Bahn können wir unsere Fahrt fortsetzen. Teils parallel zur Bahnlinie nach Friedrichroda erreichen wir die Endstation Tabarz, einen Luftkurort am Nordwestrand des Thüringer Waldes. Nach Umlegen einer Weiche treten wir ohne weiteren Halt vorbei am Luftkurort Friedrichroda die Rückfahrt nach Gotha an. Dort besichtigen wir noch den Betriebshof der Thüringer Waldbahn. In der Fahrzeughalle stehen neben den in Betrieb befindlichen Triebwagen noch weitere historische Fahrzeuge. Ein letztes Mal besteigen wir die Regionalbahn nach Erfurt und sind uns einig, auf unseren Streifzügen zwischen Werra und Saale viele interessante Eindrücke gewonnen zu haben.